Hallo Leute, grüß euch. Ja, freut mich, dass ihr trotz der langen Pause, es ist schon doch, wie man auf YouTube ja sieht, 9 Monate her, seit dem letzten Video und dass ihr mir doch hoffentlich treu bleibt. Ja, eben wegen der langen Pause. Dazu komme ich aber noch, warum, dies auch so war. Die mich auf Facebook verfolgen, die werden das eh schon mitbekommen haben, was sich da im Hintergrund bei mir jetzt alles getan hat. Das war jetzt über den Sommer dieses Jahr recht viel. Ja, muss man sagen, das letzte Video, das eben, wie gesagt, jetzt 9 Monate her ist, das war ja auch ein Monster-Video. Und ja, über 2,5 Stunden lang über das Fluggebiet Hohe Wand. Das ist der richtige, wie jetzt geheißen, der richtige Wind im Fluggebiet Hohe Wand. Und ja, den Zugriffszahlen trotz der Länge ist, ja, was ich so gesehen habe, doch sehr gut, was mich eigentlich sehr, sehr freut. Und es würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn es euch ein bisschen weiterhilft, das Fluggebiet Hohe Wand bisschen näher kennenzulernen, gerade für Piloten, die nicht so erfahren sind, die selten hier auf der Hohen Wand fliegen oder überhaupt überlegen, das erste Mal hier auf die Hohe Wand zu kommen, zum Fliegen. Nun denn, ja, wegen der langen Pause, die es mitbekommen haben, ich bin da, ein bisschen weit ausholen. Die Filmerei ist nebst der Fliegerei mein zweites großes Steckenpferd, sprich Leidenschaft. Und die Filmerei tue ich noch, also Filmen tue ich noch viel, viel länger als das Fliegen, wo ich zum Fliegen angefangen habe. Dazu auch noch ein bisschen was, dann ein bisschen später. Ja, und boah, die Sonne blendet, Entschuldigung, die Augen so zuzwinkern. Ja, und ich habe ja seit ja, so rund 7 Jahren, ein bisschen länger vielleicht, eine kleine Filmproduktionsfirma gegründet. Und da bin ich durch einen eigentlich Zufall, kann man sagen, auch ins wirkliche Filmgeschäft, also Spielfilmgeschäft, reingerutscht. Und was eigentlich gar nicht so jetzt groß geplant war, weil das meiste, was ich gemacht habe, waren eigentlich Eventgeschichten, dann da auch ein bisschen den Videokanal machen mit den Fliegervideos, also meistens halt Event- und Firmenvideos. Und da wurde mir dann einmal angeboten, weil ich einfach einmal frech nachgefragt habe, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, dass ich das Making-of für einen Spielfilm drehen kann, also der da zum Teil auch in Wien gedreht wurde. Da wurde dann zugesagt und es ist sehr, sehr gut angekommen, dieses Making-of. Das findet man hier auch auf dem Kanal. Ja, und daraus ist dann entstanden die Frage, ob ich nicht gleich auch die Kamera selber machen möchte beim nächsten Filmprojekt. Und das war dann ein Kurzfilm und ein Spielfilm. Und natürlich, ja, hat mich natürlich sehr interessiert, keine Frage. So habe ich dann ja gesagt. Da war ich dann einen Monat, waren dann Dreharbeiten im Sommer, 3 Wochen in Polen, eine Woche in Wien. War sehr anstrengend, aber auch sehr, sehr interessant, hatte ich sehr, sehr viel gelernt dabei. Ja, und dann danach kam halt das weitere Angebot, ja, ob ich nicht auch gleich diese Videos editieren, sprich schneiden, nachbearbeiten möchte. Ich sage, ja, ist eine Herausforderung, aber ja, weil das ist halt noch viel, viel aufwendiger wie das Filmen selber und sehr, sehr zeitintensiv. Ja, und genau diese Geschichten waren halt der Grund, warum ich selber kaum zuerst einmal Zeit gehabt habe, selber zum Fliegen. Bin heuer wirklich sehr wenig geflogen. Also die Leute, die mich persönlich kennen, werden mich halt auch sehr selten auf der Hohen Wand gesehen haben zum Fliegen. Wenn, war ich noch mal schnell oben, ein schnelles Flug noch mal, zack, zack. Oft mal nur mit einem verlängerten Abgleiter, weil dann ging es gleich weiter fürs Nächste zum Arbeiten, eben für die Filmerei. Ja, bin zwar auch nicht nur auf der Hohen Wand geflogen, auch ein bisschen woanders natürlich auch.
Aber gegenüber, was ich früher geflogen bin, so meine 200 Flüge im Jahr, war es 2023 definitiv nicht. Einiges weniger, aber bin schon auch geflogen. Ja, dadurch, wie ihr gesehen habt, eingangs ist eigentlich Kanalinfo. Nein, der Kanal ist nicht tot, also da wird sich sicher wieder was tun. Es ist halt nur jetzt die nächste Zeit, auch nächstes Jahr nehme ich an, wird es nicht besonders viel werden, also auch eher recht wenig, weil ich da noch mit dem Schnitt von den Spielfilmen ziemlich eingeteilt bin. Jetzt habe ich mal den Kurzfilm editiert. Kurzfilm ist auch relativ, dauert knapp eine halbe Stunde, war auch viel Arbeit, also musste ich mich viel einarbeiten, Techniken, Workflows und so weiter, die mir dann für den Spielfilm natürlich hilfreich sind. Ja, und der wird mich dann nächstes Jahr natürlich sehr in Anspruch nehmen. Ja, und die Leute, die natürlich da fragen, ja, kann man da was sehen von den Filmen? Ja, wird noch kommen, aber erst Anfang nächsten Jahres bezüglich Kurzfilm. Spielfilm wird erst frühestens 2025 zum Sehen was sein. Und dadurch, dass diese beiden Filme auch auf Filmfestivals gezeigt werden sollen, beziehungsweise eingereicht werden sollen, gibt es da gewisse Auflagen, dass man da nur sehr wenig veröffentlichen darf, während diese Filme dann auf Festivals zum Sehen sind. Ja, und da gibt es weiter dann einen Trailer dann zum Sehen, aber sonst leider Gottes nicht viel mehr. Wenn es da eine Premiere geben sollte in einem Kino in Wien, oder respektive dann, wo auch immer der Film dann zu sehen, also die Filme eigentlich zum Sehen sind, ja, dann werde ich das auf alle Fälle auf Facebook posten und vielleicht auch hier auch einmal in einem Video aussagen und sagen, die das interessiert. Weil vorrangig, ne, ist es ja eigentlich eine Fliegergeschichte hier auf meinem Kanal, aber halt auch ein bisschen natürlich über das Thema Film. Hoffe, dass es auch ein bisschen interessiert. Ist ja auch recht spannend. Ja, bezüglich Fliegervideos. Naja, ihr habt ja gesehen, ich habe das ja gesagt beim letzten großen Video über das Fluggebiet an der Hohen Wand, dass da noch ein zweiter Teil kommen wird, bezüglich ein bisschen Streckenfliegen da in der Gegend der Hohen Wand und auch ein bisschen näher eingegangen wird auf Thermik, wo steht, wo ist wieder Thermik da zu erwarten. Ja, das wird sicher noch kommen, aber bitte, da müsst ihr bitte Geduld haben, weil das ist auch sehr, sehr aufwendig. Vor allem fehlen mir da einige Aufnahmen, die ich da zeigen möchte natürlich. Wo ich das zeigen kann, was sie dazu sagt, natürlich, dass es das nicht nur Google Earth Geschichten sind, sondern auch ein paar reelle Aufnahmen. Schau mal, vielleicht kriege ich ein bisschen was zusammen, Punkt der Aufnahmen kommendes Frühjahr 2024, dass ich da was zeigen kann. Also, ich nehme an, vor 2025 wird da eher nichts werden, also mit dem zweiten Teil vom Fluggebiet Hohe Wand. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen, weil wenn ich es mache, möchte ich es auch natürlich halbwegs gescheit machen. Was ich aber machen möchte, das im Herbst 2024 kommen soll, also besser gesagt Winter 2024, ist, ja, ich feiere nächstes Jahr 40 Jahre, wo ich zum Fliegen angefangen habe. Also im Herbst 1984 hat meine Fliegerkarriere begonnen, damals noch mit einem Hängegleiter. Und da habe ich noch, das habe ich auch immer wieder erwähnt, hier auch in meinen Videos da, und ein bisschen was ist zum Sehen gewesen im Video über das 40-Jahr-Jubiläum des Säurenclub Hohe Wand. Da war ein bisschen was schon zum Sehen. Und ich habe da auch noch ein paar Aufnahmen, die vielleicht interessant sind für Leute über die Geschichte des Paraglidens, wie ich es erlebt habe. Da passt es natürlich, da kann ich das natürlich gerne zeigen. Und das ist auch passend zu dem Thema, weil da hat sich, also ich war ja von Anfang an mit dabei, also ich traue mich behaupten, dass ich hier in Ostösterreich einer der allerersten war, die mit dem Paraglider geflogen sind. Ich habe auch einige Erstbeflügungen gemacht, da im Ostviertel damals noch, weil also meine Fliegerkarriere hat angefangen im Ostviertel, im Ötscherland. Damals gab es nur die einzige Flugschule, war damals die Flugschule Ötscherland, die schon längere Zeit
nicht mehr gibt. Dort habe ich zum Drachenfliegen halt angefangen und dann kam halt kurz danach das Paragleiten dazu. Aber ich mag nicht weiter vorgreifen. Da soll es dann ein Video geben. Ich möchte auch einige Aufnahmen natürlich machen in der Jetztzeit auf Originalschauplätze eben in der Ötscher Gegend und nicht nur da. Ja, das wäre, ja, und was ich natürlich auch noch sicher machen möchte, ist ein, naja, ich weiß nicht, ob ich einen zweiten noch schaffe, eine Schirmvorstellung in alter Tradition möchte ich gerne natürlich auch schaffen, weil da ist auch ein Schirm, der mich da selber auch wieder recht interessiert, den vorstellen. Na gut, es gibt nur einen, es gibt natürlich mehrere, die ich gern fliegen möchte. Ja, schauen wir, ob ich das alles schaffe, nebst bei des Editierens des Spielfilms, der sicher dann auch über 1,5 Stunden dauern wird. Ich schätze mal 1,75 Stunden. Werden wir schauen. Natürlich auch Geld verdienen muss ich natürlich auch. Also ich muss dabei einige gewerbliche Filmsachen natürlich auch machen. Und das wird natürlich sehr, sehr zeitaufwendig. Also bitte verzeiht mir, wenn ich sage, vage Zeitgeschichten, ob, wie, was, wann. Ich sage einmal, es ist geplant, das so zu machen. Wie es dann läuft, kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Denn Vorhersagen sind alles ein bisschen kritisch, wenn es die Zukunft betrifft. Nicht? Also ich glaube, das hat der Karl Valentin gesagt. Ich weiß nicht mehr, wer das jetzt gesagt hat, aber so in etwa, und es ist sehr zutreffend. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich diesmal nur ein kleines Kanalinfo. Bei herrlichem Wetter, kurz vor Weihnachten, ist fast frühlingshaft, ja, wie immer eigentlich, ne? Und ist eigentlich jedes Mal so. Wir hatten hier schon schön Schnee und jetzt ist hier Sonne. Eigentlich könnte ich da im Sweater sitzen und brauche die Jacke eigentlich da gar nicht. Morgen soll es schon wieder anders ausschauen. Also da, wo ich das jetzt aufnehme, ist der 20.12.2023. Ja, und der Dienstag und morgen Mittwoch soll es schon wieder deutlich umschlagen, also oben auf der hohen Wand könnte es vielleicht wieder ein bisschen schneien. Werden wir schauen, lassen wir uns überraschen. Weihnachten soll wieder sehr trüb, grau und feucht werden unten. Also ja, schauen wir mal. Ja, dann in dem Sinne möchte ich das gleich nutzen, euch ein schönes kommendes Fliegerjahr. Vorweg einmal gesagt, ich hoffe, dass ihr das Jahr 2023 halbwegs fliegerisch genießen konntet, schöne Flüge hattet. War ja Frühjahr und Frühsommer waren ja nicht so prickelnd, was ich so mitbekommen habe vom Wetter. Ja, der Herbst war dann recht schön, Spätsommer, Herbst war dann sehr, sehr gut. Also es ist dann längere Zeit dann doch immer wieder schön zum Fliegen gegangen. Hat das ein bisschen aufgewogen. Aber ja, schauen wir mal, ob 2024 besser wird, punkto Wetter. Wünsche ich euch natürlich auch einen guten Rutsch oder guten Flug ins neue Jahr. Vielleicht sehen wir uns ja doch noch einmal oben auf der hohen Wand noch dieses Jahr oder dann zu Silvester. Ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen, was sich da jetzt ergibt über die Feiertage. Wie gesagt, eben guten Rutsch, guten Flug ins neue Fliegerjahr 2024. Ich hoffe, die es feiern, schönes Weihnachtsfest mit euren Lieben, dass ihr da eine gute Zeit verbringt. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bleibt mir bitte treu, auch wenn die Pausen jetzt relativ lang sind. Würde mich freuen. Schaut immer wieder mal da vorbei. Ja, oh Gott, fast vergessen. Das kommt natürlich noch ein PS. Lieber Lucien Haas, wie konnte ich das noch vergessen? Lucien Haas, die haben das halt eh mitbekommen, der betreibt ja einen ganz tollen Fliegerblog und wo viele Leute schauen, der sehr, sehr gut ist, Lucien, Daumen hoch, machst du sehr, sehr gut, also ich schaue da auch immer wieder gern vorbei, tolle Infos, da am Laufenden zu bleiben in der Szene, gute Arbeit, wirklich, und er betreibt auch einen Podcast von Luke Leist. Und eines Tages klingelte das Telefon bei mir und hat sich der Lucien bei mir gemeldet. Hörst, du betreibst ja da einen täglichen, also einen umfassenden Wetterbericht, du machst ja da Flugstatistiken und so weiter und fliegst da selber schon sehr, sehr lange. Können wir da nicht einen Podcast
über dich machen. Ja, und das haben wir gemacht. Das war sehr, sehr nett. Habe ich auch da verlinkt. Vielleicht, wenn ich es noch finde, verlinke ich das hier unter dem Video noch einmal. Dann unten, wenn es interessiert, kannst du das anhören. War sehr, sehr nett. Ein bisschen persönlich über mich. Wenn man ihn kennt, kann man da ein bisschen näher kennenlernen. Ja, war toll und das hat natürlich dann, er hat auch den YouTube-Kanal natürlich verlinkt. Und vielen, vielen Dank, Lucien. Und das hat natürlich auch einige Abonnenten gebracht, was natürlich wichtig für den Kanal ist. Und ja, da möchte ich mich vielmals bedanken dafür. Und bitte bleibt mir treu, der es noch nicht will, anschauen tun sehr recht viele die Videos. Bitte Kanal abonnieren, vielleicht auch einmal einen Daumen hoch, würde mich sehr, sehr freuen, weil das ist für den Kanal natürlich gut, dass da die Zahlen vielleicht langsam ein bisschen mehr werden. Ich weiß, es kommt da jetzt sehr, sehr schleppend neue Sachen. Gründe habe ich ja hier jetzt genannt. Und bitte bleibt mir treu. Ich versuche natürlich, dass da immer wieder mal, auch wenn die Pausen jetzt länger sind, ein Content auf diesen Kanal kommt. Gut. Ja, danke. Euch allen. Noch einmal guten Rutsch, guten Flug ins neue Fliegerjahr, schöne Weihnachtsfeiertage, die es feiern mit euren Lieben und bis zum nächsten Video. Ciao und Servus. Ciao.